Ja, alle Mann an Bord. Es geht los hier. In einem Buch über Costa Rica habe ich die Nauyaca-Wasserfälle gesehen und wollte da unbedingt hin. Während wir in Uvita waren, waren die ganze Zeit geschlossen, aber auf dem Rückweg vom Bosque waren sie geöffnet und die Gelegenheit haben wir genutzt. Los geht's zu den Nauyaca-Wasserfällen. Ole, ole, in einem tollen Traktor. In einem John Deere. Das ist der Anhänger mit Waschbecken, ausklappbar, mit hier Handtuch. Der Seifenspender, der hat vorhin nicht ganz funktioniert, aber das ist schon, gell Melissa? Da können wir nur staunen. Und das ist dann der Anhänger. Mit dem sind wir gerade gefahren. Schön Plexiglas zum Trennen. Da gibt es eine Dusche, wie man sieht hier hinten. Kann man sich nachher abduschen. Und das ist der wunderschöne John Deere, der uns jetzt gerade hierher gebracht hat. Hm? Gell, Schnecke? Damit du nicht so viel laufen musst. Und da ging es mal wieder ganz schön steil das Loch runter. Man sieht es wie immer nicht so gut auf dem Video, aber war spannend und hat Spaß gemacht. In Kuwaiti aber, da hinten, auch schöner Wald, Berge, La Familia, hola. Schön. Schönes Wegle, Bächle. Und da geht's weiter, man muss sagen. Ist ja sehr nice. Und wir sind halt mal wieder allein im Urwald. I love. Ja, wir gehen zuerst zu den Upper Falls. Ja, dann sieht man aber quasi schlecht. Hallo. Hallo, Herr Frosch. Hüpf mal. Sehr schön. Eieiei. Was für trockene Unterliege. Cool, oder? Eine frische Brise, gell, Melissa? Eine frische Brise kriegt man hier. Also, auch wenn wir immer mal wieder jammern, was alles nicht geht, muss man doch sagen, das Flair, was wir hier haben, dadurch, dass wir allein sein dürfen, das ist natürlich schon auch unbezahlbar. Wow, wie schön. So, schön war es im Wasserfall und jetzt laufen wir nur ein kleiner Trail. Ein kurzer allerdings, aber egal. Mama, jetzt guck mal den. Ja, der ist hübsch.